Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Top 10 Video. Heute geht es um das M9 Bayonett. Und es ist das vorletzte Top 10 Video. Dann haben wir alles einmal durchgemacht. Yeah! Wir fangen direkt an. Auf dem 10. Platz liegt bei mir das M9 Bayonett Rust Coat. Ihr wisst ja, ich habe irgendwie so einen Hang zu den Rust Coat Knives. Und gerade auf so einem großen Messer sieht es ziemlich nice aus. Das Teil kostet 121 Euro. Die Preise sind auch wieder einige Wochen alt. Es könnte sein, dass sie sich ganz leicht verändert haben. Ich habe eben schon mal kurz drüber geguckt. Da sah es eigentlich ganz gut aus. So plus minus 10, 15, 20 Euro, ja. Auf dem 8. Platz liegt das Damascus Steel. Das kommt gerade auf so großen Messern wieder deutlich geiler zur Geltung als auf diesen kleineren. Das M9 ist, glaube ich, auch wieder ein Messer, das gar nicht mal so vielen gefällt. Es ist zwar nicht so extrem besonders von der Form her, aber einigen könnte es zu einfach oder zu schlicht sein, weil es halt wie so ein normales Jagdmesser aussieht. 155 Euro für dieses Damascus Steel. Das Freehand kommt auf meinem 7. Platz. Ich finde, gerade auf dem Knife kann man am besten die Einzelheiten erkennen, die der Skin so in sich birgt. Wir warten mal kurz auf die Drehung. Ah, gut, da ist es doch ein bisschen arg voll. Aber trotzdem, sehr schick, sehr nass, sehr verspielt. 221 Euro. Ja, gut. Man fragt sich doch schon sehr oft, wo kommt der Preis her? Also klar, die Sachen haben an sich einfach total die überkrassen Preise, also fast alle Skins, die mehr als 10 Euro kosten, sollten eigentlich hinterfragt werden, was. Aber es gibt dann Skins, die sehen ganz gut aus und andere Skins, die sehen zwar auch nicht schlecht aus, aber wo kommt dieser krasse Preisunterschied her dann? Aber naja, wahrscheinlich Angebot und Nachfrage und so, ne? Ja. Auf dem 7. Platz liegt bei mir das Crimson Web. Da hatte ich, glaube ich, ein FN-Modell, aber egal, das Minimal-Modell geht jetzt auch. Gerade bei diesen sehr großen, breiten Knives sieht es halt richtig nice aus. Mit dem schwarzen Griff, perfekt schwarzer Griff übrigens, war das beim letzten nicht irgendwie behindert? Weiß ich nicht mehr genau. Schwarzer Griff, rote Klinge mit dem schwarzen Netz drin. Optimal. 585 Euro. Das ist doch echt mal ein Wort, oder? Wow. Platz Nummer 5, Case-Hardenet. Da habe ich ja wieder ein geiles rausgesucht. Nee. Naja. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Das fuckt bei denen ein bisschen ab. Man hat irgendwie, also wenn ich die Liste mache, gucke ich mich so um natürlich und hin und her. Was ist cool, was gefällt mir, bla bla bla. Und dann sehe ich irgendwelche saucoolen Pattern. Und dann ist es so eine Scheiße. Also das geht, das ist wirklich nicht schlecht. Genau, fast so muss es aussehen. Schön viel Blau, wisst ihr ja. Natürlich aber auch, guck mal, hier ist so ein bisschen Lila dabei. Oh, schick. Ha, geil. Ja, das Case Hardenet ist bei mir auf dem 5. Platz. Es kostet 227 Euro und sieht schön aus. Diese Case Hardenet-Reihe habe ich erst über die Top 10 Videos so richtig mögen gelernt. Erst kennen und dann mögen gelernt. Achso, warte, das war Platz 6. Moment mal, Platz 6. Hey, Leute, kommt mal wieder ein bisschen runter in Platz. Ja, also beziehungsweise hoch. Je nachdem. Das hier ist Platz 6. Case Hardenet, 227 Euro. Schön, weiter geht's. Das Autotronic ist auf meinem 5. Platz. Jetzt sind wir beim 5. Platz. Und ich finde, es ist wie so eine verbesserte Form des Crimson Web. Das sieht schon cool aus, aber das hier ist wie in Form gebracht. Das sieht schon echt nach was aus. Vor allem haben sie hier diese kleine Rille auch schön ausgearbeitet. Nicht einfach den roten Skin da reingelegt, sondern das hier gemacht. Nice. Und es ist halt so schön am Glänzen. Das ist halt super. 749 Euro. What? Ja, richtig gehört. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Bajonett wirklich vorne auf eurer Waffe drauf zu haben? Vor allem auf welcher Waffe? Gibt es hier überhaupt... Haben die hier irgendwelche... Also gibt es hier einen Ansatz, wo man das draufstecken könnte überhaupt? Logischerweise wird sie auf die P90 passen, ne? Die Rusher. Oh Gott, meine Haare. Warte kurz. So. Ah, fancy. Naja, 5. Platz. Weiter geht's. Über die Zeit hinweg ist das Lore bei mir auch immer weiter gestiegen im Kurs. Und hier ist es auf dem 4. Platz, das M9 Bayonet Lore. Nochmal ein Ticken schicker als auf dem Karambit, würde ich sagen, oder? Hier passt doch der grüne Griff irgendwie besser zu dem goldenen oder goldigen Rest als jetzt auf anderen Knives. Und das ist das teuerste Knife hier auf der Liste. 1276 Euro. Oh, ist schon viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jemand sagt, Mensch, Schatz, weißt du was? Ich gönne uns ein Lore. Komm ran, Mausebein, hock dir auf einen Schoß, wir kaufen zusammen jetzt ein Lore. Weißt du, die Frau da denkt sich... Habe ich einen Hirnschlag? Mann, das ist echt ein Arsch voll Geld. Naja, wir sind jetzt auf dem 4. Platz angekommen, das heißt, es kommen jetzt die Plätze 3, 2 und 1. Ihr könnt gerne wieder raten, was ich wohl auf diesen Plätzen liegen habe. Es gibt ja gar nicht mehr so viel zu wählen. Und über die vorherigen Videos könnt ihr wahrscheinlich eh vorhersehen. Zumindest was. Dort ist nicht die Reihenfolge, aber was. Kurz überlegen und weiter geht's. Das Marble Fate liegt auf meinem 3. Platz. Und guck mal hier, diese Musterung ist auch schon mal ziemlich nass. Da habe ich natürlich was Gutes ausgesucht, direkt zu Anfang. Solche bunten Skins finde ich ja eigentlich auf diesen größeren Messern nicht mehr so extrem attraktiv. Aber klar, dieser Marble Fate Skin, der ist halt nochmal schön stabil, beziehungsweise dicht und fest. Der passt da schon irgendwie drauf. Jetzt nur so ein Fate hätte auf dem Knife wahrscheinlich nicht gut ausgesehen. Also sag ich jetzt, einfach weil es zu weich ist, diese Pastellfarben. Aber ein Marble Fade, da hast du was in der Hand, verstehst? Das fasst vorne an, da ist deine Hand gelb, blau und rot, verstehst? 454 Euro.
schon. Auf dem zweiten Platz liegt das Gamma-Doppler. Ich denke, da haben sich schon viele verdacht. Weil sie dachten, ah, Gamma-Doppler hat er bis jetzt immer auf dem ersten Platz gehabt, läuft bei ihm. But no. Bei den M9 Bayonets ist es auf meinem zweiten Platz. Ich kann auch dann beim ersten Platz erklären, warum diese beiden Plätze so sind, wie sie sind. Gamma-Doppler wisst ihr ja an sich, warum ich das wähle. Grün ist meine Farbe. Und das passt da sehr gut drauf. 407 Euro Kosten in der Anschaffung. Und jetzt kommt der erste Platz. Haltet euch fest. Und da haben wir das Doppler. Und das alles so, was? Du hast doch Doppler nie auf dem ersten Platz, du Banke. Tja, das liegt daran, dass ich das M9 Bayonett irgendwann geschenkt bekommen habe. Und das war damals mein krassestes Knife. Und das war in dieser Doppler-Ausführung. Ich glaube fast in dieser hier. So dunkelblau, lila. Und das war einfach so richtig krass. Ich hatte davor schon die Prinzen. Ihr wisst schon, die Analplugs. Ihr wisst ja noch, die hier. Und wenn ich mich recht entsinne, war dieses Doppler, das zweite Knife, das ich geschenkt bekommen habe. Und das hat mir von den Farben so gut gefallen, es hat sich so in meinen Kopf reingebrannt, dass es für mich einfach bei den M9 Bayonets das Nonplusultra ist. Das ging übrigens auch als Giveaway raus, ne? Das war das erste große Knife-Giveaway, das habe ich noch komplett auf YouTube gemacht. Das war schon echt eine krasse Geschichte. Mein erster Platz, wer hätte sich denken können, Achtung, der Preis, 250 Euro. Wohlgemerkt nicht in StatTrak, das habe ich jetzt hier mal wieder so gezogen. Hier ist noch ein ganz blaues, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber ja, der in meinen Kopf reingebannte Skin ist eben dieser hier. Okay, nun gebe ich geschwind die Gewinner des letzten Giveaways bekannt. Wenn ihr jetzt euren Namen hört, schreibt ihr einfach hier unter das Video, juhu, scheinbar habe ich gewonnen. Und dann sage ich, jawollo, schick mir mal deinen Trade-Link. Aber schreibt ihr nicht jetzt direkt in den Kommentar, sondern erst, wenn ich dann danach frage. Okay? Gut, ich fange von Platz 10 an und gehe hoch auf Platz 1. Also von den Namen her. Der 10. Platz bekommt den 10. Skin. Der erste Platz, den letzten, den ich nennen werde, bekommt den ersten Skin. Platz Nummer 10. Dragony. 9. Seebold der Echte. 8. Shadow Phoenix. 7. Loop Game. 6. Crop the Dog. 5. Sonton. 4. Hans Wiegler. 3. Süß Syntex. 2. JK Go. JK Go. Und die Nummer 1. Latze mit einer 4, L14. Viel Spaß mit euren Skins. Schreibt mir hier einfach diese Nachricht, die ich eben gesagt habe. Also irgendwas, ich habe gewonnen. Dein Wortlaut ist völlig wurscht. Und dann kommen wir auf den Trade-Link zu sprechen. Und guckt bitte schon mal alle, dass ihr auf jeden Fall euer Inventar nicht auf privat habt und so, dass ich das Zeug auch dann raushauen kann. Manchmal muss ich Tage, ab und an sogar wochenlang warten, weil die Leute nicht reagieren oder weil sie gerade ihre Sicherheitsmechanismen aktualisiert haben und dann irgendwie für 80 Jahre nicht traden können, das ist ein bisschen kacke. Aber naja, an alle anderen, nicht traurig sein, das nächste Giveaway findet jetzt die Tage schon wieder statt. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.